Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den Legendary Tales. Wir nähern uns der Episode 3, Osbert kommt zur Rettung. Ein erfahrener Soldat hilft seiner langjährigen Freundin nach dem Hexenangriff wieder mit ihrer Familie zusammenzukommen. Na, da war nix wie Reiner. I need to clean and anesthetize Mira's wound. I had a recipe for a suitable compress in the chest. Okay, na denn, nix wie ran. Oi. Was ist ihr widerfahren? Meine Güte. 33 von 66 und das Boot nehmen wir auch noch mit. Sammelobjekt 1 von 22. Okay, lass uns mal umsehen. Wenn ich Wasser eingieße, kann ich hier etwas waschen. Ich könnte das Wasser auch direkt da reinpacken, oder? Was haben wir denn noch? Da ist eben jene Kiste. Aber guck mal, da ist ein Figurteil dahinter. Okay. Gut, haben wir. Da ist sie. Oh je, die. Meine Güte, wer hat sie so zugerichtet? Ach du liebe Zeit. Die Wunde ist tief, ich muss behandeln, bevor Mira das Bewusstsein wiedererlangt. Ja, solange sie noch nicht schreien kann, ne? Okay, hier können wir etwas kochen. Ich weiß nicht mehr, warum ich die Schale mit Wasser hier gelassen habe. Es ist abgestanden. Ich nehme nicht an, dass das... Oh. Dass es eine gute Idee ist. Mehr? Ja, ich brauche Feuerholz. Okay. Gut. Da, die Wasserfeldflasche nehme ich mit. Normalerweise mache ich hier Tränke. Du brauchst hier Tränke. Okay. Bevor ich gehe, muss ich noch das Rezeptbuch aus der Truhe holen. Oh, na gut. Ja, okay. Machen wir das zuerst. Gut, so, da ist... Es werde ein Rezept. Rezept für eine therapeutische Kompresse. Ein Hühnerei aufschlagen, eine halbe Schachtel zerkleinerte Erdbeeren hinzufügen, ein Wegerichwurzel hinzu, Krug mit Ahornsaft, Hagebutten, getrocknete Tomate, alles im Ofen kochen, das Tuch mit der Lösung befeuchten, Alkohol zur Desinfektion hinzufügen, eine Kompresse auf die Wunde legen. Krass. Okay, das Seil nehmen wir aber auch mit und den Stoff nehmen wir auch mit und sonst nehmen wir nichts mit. Okay, was klingt da noch? Das ist einfach nur so. Kann ich jetzt? Jetzt kann ich, gut. Okay, so, ein Böd und das nehmen wir auch mit. Sehr gut. Na denn, was habe ich denn hier? Käse, der sieht lecker aus. Da drüben. Hier fehlen noch diverse Fische. Warte mal, war hier irgendwas? Da oben drumherum vielleicht? Nee, nichts. Na gut, schade. Ein Rohr, sehr gut. Oh nein, es ist puttegangen, ausgerechnet jetzt. Ich muss den Griff wieder anbringen. Ja, das sollte ich tun. Hier haben wir auch noch was. Ja, die Flasche ist fest verschlossen. Haben wir denn inzwischen irgendwas, was wir da... Das Rohr vielleicht? Nee, der Gegenstand ist hier nicht zu nutzen. Aber das können wir da schon mal abstellen. Gut, okay. So, da drüben ist noch eine Truhe. Aha, eine Gartenschaufel. Ausgezeichnet. Und ein Krug. Und sonst nichts mehr. Okay, Inventar ist voll. Streichhölzer, wunderbar. Ah, sieh an, eine Fischfigur. Fischi, fischi. Hier ist nix, da ist nix. Okay, ja. Noch bringt das nicht viel, ne? Gehen wir mal raus. Eine schön bunte Hütte. Okay, wer hat die denn angemalt? Halt, das nehme ich erstmal mit. So, und wieder so noch an. Das nehmen wir mit, 1 von 6. Das nehmen wir mit, Brennholz. Hier, ich kann etwas in der Presse zerkleinern. Ich brauche Wegerich für eine Kompresse. Habe ich schon ein Messer gesammelt? Nee. Kann ich die Schaufel füllen? Das geht. Sehr gut. Okay, schmutziger Wegerich. Das müssen wir erst nochmal reinigen. Aha. Aber hier fehlt doch noch ein Dingsi. Warte, da. So, genau. Okay, was als nächstes? Ah, hier kommen die Dinger hinein.
Eins von zwei. Ja, bringt noch nicht so viel. Nee, kommen wir noch nicht ran. So, hier, die Nägel nehme ich mit. Keiner weiß wieso, aber ich tue es. Ich glaube, in diesen Beuteln ist Getreide. Ja, dann fummel die mal auf. Ja, wie gesagt, ich habe noch kein Messer und das Rohr scheint nicht zu funktionieren. Okay, na gut. Ja, irgendwas in dem Brunnen. Hier kann ich sauberes Wasser bekommen. Ich nehme nicht an, dass es so einfach geht. Nein, natürlich nicht. Ah, mit dem Seil vielleicht? Nee. Okay, kein Hinweis darauf, was es sein kann? Nö. Kamille nicht? Kamille ist bei Wunden auch mal eine gute Idee. Da, ein frisches Hühnerei bitte. Hallo. Oh, du passt auf. Ich brauche etwas, um den Hahn anzulocken und abzulenken. Ja. Katsching. Nein, das funktioniert nicht. Aber die Heugabel nehme ich schon mal mit. Das ist ja schon mal was. Brennholz. Und, das wird nichts. Okay, na gut. Moment, war hier eigentlich noch Holz? Nein. Da oben. Auf dem Dachboden gibt es Werkzeuge, aber ich komme nicht an sie heran. Was? Okay. Mit dem Seil kann ich mich da hochhangeln. Das ist der einfachste Aufstieg, glaube ich. Keine Ahnung. War hier noch Holz? Hier lag kein Holz rum. Okay, wir können da nicht hingehen. Da, Pferdi. Hi. Ich kann die Taverne nicht verlassen, bis Mira aufgewacht ist. Okay, wir werden noch reiten. Cool. Was haben wir denn hier? Oh, der Gemüsegarten. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das nehme ich nicht mit. Wusch, wusch, wusch. Einen Eimer. Und jetzt mit der Heugabel. Ja. Mitten ins Gesicht. Das nehmen wir mit. Okay, cool. 2 von 5. Den nehme ich mit. Das nehme ich mit. Wie viel habe ich? 5. Okay, sind noch ein paar. Wähle Paare von getrockneten Früchten und Gemüse, um das Richtige zu finden. Das geht nicht. Ich muss sie von oben nach unten bespaßen. Ja, ich muss sie von oben nach unten bespaßen. Okay. Gut. Birne. Apfel. Ananas. Orange. Nicht? Wieso nicht? Das ist Orange. Liegt da noch irgendwas drauf? Banane. Chili komme ich noch nicht ran, aber das hier komme ich ran. Das, jetzt geht's. Noch mehr Chili. Die ist... Was? Wieso ist denn die noch nicht frei? Okay. Erdbeere. Gut. Aprikose. Was ist das denn hier? Apfel, ne? Ja. So, jetzt aber Chili und... Chili. Pflaume oder Zwetschge? Ne, Pflaume wohl, ne? Noch mehr Birne. Okay. Die Kiwi ist noch nicht frei, aber diese Erdbeere ist frei. Noch mehr Ananas, aber das Ding ist nicht frei. Hier, ihr beide. Meine Güte, da ist aber viel Trockenobst dran. Bist du frei? Du bist nicht frei. Mehr Kiwi gibt es aber im Moment nicht. Okay, den Apfel und den Apfel. Noch mehr Chili. Entschuldigung, musste niesen. Verzeihung. So, mehr Apfel. Jetzt aber die Ananas. Lecker. Du bist nicht frei, ne? Aber wie ist es mit dir? Jawohl, jetzt ist der da frei. Gut. Der Apfel liegt da drunter, Erdbeere vielleicht, du vielleicht und dann ihr, mehr Banane, dann du hier, Chili, du, ihr beide, so, noch mehr Ananas und wollen wir dann noch eine Erdbeere, da unten. Passt du? Nee, du passt noch nicht. Okay, aber jetzt passt du. So. So. Und so. Und. Nee. Warte. So. Jetzt du. Ananas. Birne.
Du kommst dran. Was bist du denn? Was ist denn das? Getrocknete Tomate. Ah, okay. Na gut. Getrocknete Tomate. Kann ich das eigentlich schon mal da drauf packen? Kann ich. Okay. So, du kommst da drauf. Toll. Ganz toll. So, hier, da liegt ja ein Fisch herum. Eine schmutzige Figur. Oh. Erdbeeren? Ja. Schmutzige Erdbeeren. Die muss ich alle noch waschen. Eine Leiter nehme ich mit und mein Inventar ist komplett vollgemüllt. Figur in Harz eingeschlossen. Das wäre sonst auch zu einfach gewesen, ne? Normalerweise bekomme ich hier Ahornsaft. Oh, warte mal, dafür könnte das Rohr gut sein. Nein, den Saft kann ich nicht mit einem Rohr erreichen. Wir brauchen erst einen Zugang, hm? Habe ich aber nicht. Nein, habe ich bedauerlicherweise nicht. Okay, das nehmen wir auch noch mit. Brennholz. Und hier ist, da ist auch noch was. Die Sträucher sind so stachelig, ich sollte es vermeiden, Beeren mit den bloßen Händen zu pflücken. Ich habe da so viel Zeug dabei. Kann ich nicht irgendwas da, das Rohr, um die beiseite zu schieben? Nein. Okay, gehen wir mal zurück ins Haus. Genau. Und hier erstmal dorthin. Und hier kommt das Feuerholz hin. Und da kommen die Streichhölzer hin. Dann haben wir schon mal ein bisschen weniger Zeug im Inventar. Kann ich den... Nee, der Eimer ist nicht zum Kochen geeignet, ne? Aber ich sollte oben aufs Dach steigen. Moment. Aufs Dach. So. Was haben wir denn hier? Ah, die Handschuhe. Cool. Und eine... Was, mehr ist hier nicht drin? Was? Das ist alles? Echt? Wow. Okay. Na schön. Dann wagen wir uns mal an die Sträucher heran. Und... du sammelst Hagebutten ein? Tatsächlich. Na. Guck mal, was wir da haben. Eine Bohrmaschine. Das ist tatsächlich eine Bohrmaschine. Unglaublich. Okay, aber mit der Bohrmaschine komme ich jetzt hier dran. Genau. Und dann können wir das Rohr da reinstecken. Und dann brauche ich ein Gefäß. Yes. Gut, das dauert eine Weile. Oh, ne, reicht noch nicht. Jetzt reicht's. Gut, Ahornsaft. Hervorragend. Zieh das Rohr wieder raus, versiegel das Loch, damit der Baum nicht abstirbt. Okay, was haben wir denn hier? Du. Genau. Ist voll. Und ihr kommt da dran. Und zack. Und die Erdbeer können wir noch nicht nehmen. Ja, na schön. Kann ich eigentlich an dem Eimer das Seil befestigen? Das sieht nicht so aus. Hier ist alles fertig, ne? Okay. So, versuchen wir es mal nochmal am Brunnen. Der Eimer. Okay, jetzt kann ich das Seil aber befestigen. Zack. Und tschum. Sauberes Wasser. Damit waschen wir den nicht den Wegerich. Okay, ich nehme es mit. Gut, warum? Soll ich das erst noch hier irgendwo einfüllen? Wenn ja, dann wo? Nicht hier. Oh, warte mal, kann ich mit dem Hammer da einfach drauf eindreschen? Nein, ich brauche auch noch... Halt, Moment, ich habe doch Nägel. So. Und zack. Okay, der Nagel ist garantiert auf der anderen Seite durchgekommen. Eine Fischfigur. Jawohl. Habe ich sie eine Fette? Nein, habe ich nicht. Bam, bam. Hier ist nichts. Wo war was zum Waschen gedacht? Hier? Ich kann den Artikel hier nicht verwenden. Cool. Hier kann ich den Artikel aber verwenden. Okay. Kurze Erklärung bitte, warum das erst hier reinkommt. Ah. Fließend Wasser wird damit simuliert. Okay, cool. Saure Erdbeeren. Das machen wir auch mit der Figur. Okay, und das machen wir auch mit dem... Ja. Und das machen wir auch mit dem Wegerich.
Sehr gut. Muss ich den eigentlich erst noch... Nee, ich kann ihn direkt in das Rezeptbuch bringen. Okay, so. Jawohl. Die Erdbeeren können doch auch... Da... Wieso nicht? Ich muss die Beeren erst zerkleinern. Ah, okay. Gut, also hier nicht. Hä? Wo soll ich denn die Beeren zerkleinern? Schale mit Wasser hier gelassen. La 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 la. Okay, welcher Ort ist gedacht für... Hier ist doch ein super Schneidbrett. Warum kann ich die Erdbeeren denn hier nicht zerkleinern? Da oben... Ach so, das ist Uschi, genau. Mira. Mira heißt sie. So, also, wo soll ich denn... Welcher Ort ist denn der einzige Ort, an dem ich die Erdbeeren zerkleinern kann? Da nicht. Da nicht. Hm. Okay. Soll ich die erst pressen oder was ist der Plan? Tatsächlich. Die Presse funktioniert nicht ohne ein Handrad. No. Moment, Figur in Harz. Sekunde. Lass uns mal eben zum Feuer zurückgehen. Hier oben drauf, da unten. Nee, wie hättest du es gern? So. Ich komme in das Harz im Ofen schmelzen lassen. Okay. Wusch. Ja, hey, cool. Eine Fischfigur. Noch was? Irgendwas? Okay, irgendwas scheint hier noch zu kommen. So, die Fische, die kommen hier oben dran. So, erst jetzt dahin gehen. So. Und? Katja, oh, was ist das denn Verrücktes? Drehe die Teile, um die Goldmünze in die Kerbe zu schieben. Wie geht das? Ah, so geht das. Okay. Warte mal, ich muss am Ende hier rankommen. Das heißt, ich muss am Ende hier hinkommen. Okay, also muss ich hier irgendwie ran. So. Das ist aber zu weit weg, ne? Warte mal, vielleicht kriege ich es so hin. So, so, so und so. Tada! Okay, ein Messer, endlich ein Messer. Ja, sehr gut. Okay, und eine von den Figuren. Die Figur... Wo kam die Figur nochmal hin? Nee, nicht hier. Wo kam die Figur nochmal ran? Ich weiß, wir haben es mal draußen, ne? An die Tür. So, hier so. Ja, hier war's. Genau. So, dann lass uns mal gucken, was wir hier drin haben. 4 Sterne. Oh. Bringe den grünen Chip auf das markierte Feld, ohne ein rotes zu... Okay, da oben hin. Okay. Witzig. Das geht nicht, ne? Nee. Das funktioniert so nicht. Ich hätte anders anfangen müssen, gell? Kann man das nochmal von vorne machen? Okay. So. Also. Erstmal nach oben. Das lässt sich nicht verhindern. Hier ist schlecht, weil wenn ich jetzt hier rüber gehe und nach oben, dann komme ich an das Rote heran. Warte mal, aber ich kann den doch zur Seite schieben. Ja, easy. Halt, Moment. Und ich bringe ihn auch noch nach unten. So, jetzt ist er auf jeden Fall aus der Reichweite. Na, siehst du. Oh, einer von 4. Cool. Na, klasse. Okay. Dann schieben wir euch da unten hin und dahin. Und, ja, vielleicht nochmal nach unten. So. Und du kommst hierhin, 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 darüber und das war's. Gut. Yay! Es gibt auch Bronze. Okay, wie hätte ich dich denn gerne mal? Dich hätte ich gerne so und so und dann darüber und so.
Okay. Du kommst mir schon viel zu dicht dran, aber ist easy. Easy. Kriegen wir hin. Na, siehste. Nummer 3. Und Level 4. Okay. Ich glaube, dich hätte. Nee. Ich kann dich nicht nach links rüberschieben. Warte mal. Wie komme ich am besten da dran? Am einfachsten käme ich da dran, wenn ich hier rüber gehe und dann da unten lang. Aber Ehre sagt mir, dass das so einfach nicht wird. Nee. Okay. Nach unten. So, dann haben wir dich zumindest schon mal aus dem Weg. Okay, und dich möchte ich auch gerne aus dem Weg haben. So, jetzt ist es einfach. Naja, nicht einfach, aber einfach her. Doch, geht. Ja. Cool. Krass. Tada. Ja. Was jetzt? Oh. Das ist eine sehr aufwendige Methode, um ins Lager zu kommen. Might be a valve somewhere here. Also, wir brauchen Feder, Zahl 3, Vogel. Feder, Zahl 3 und Vogel. Feder, Zahl 2, 4, 7, weg, das ist nicht. Feder, es soll jetzt schon sichtbar sein. Also würde ich erstmal gucken. Feder, Zahl 3. Da ist aber nichts, 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 nichts. Da ist die Zahl 3. Okay, dann lass uns mal hier reingucken. Kaching, ein Stiefel. Cool. Hier im... Okay, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Was haben wir hier? Moment, Geweih, Feder, Wäscheklammer und Vogel. Da ist die Feder. Kann ich hier nur schon mal irgendwas machen? Noch nicht. Ein Kamm wird gefragt. Moment, war der hier? Nee. Halt, die Wäscheklammer ist da oben noch. Ja, gut. Hier ist auch irgendwas dran. Okay, der Spiegel. Da ist ein Fisch. Käse. Käse würde ich hier erwarten. Genau, in der Mausefalle. Vogelkopf, Knopf. Oi, was ist das? 2, 4, 7, 8. Muss ich mir das merken? Da ist der Kamm. Vogeltannzapfen, Tannzapfen. Geweih ist hier. Da ist der Vogel. Und da ist das Rad. Ja, 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 ja. Sehr gut. Okay. Was noch? Münze, Axt, Knopf und Tannenzapfen. Knopf. Die Axt habe ich hier gesehen. Münze und Tannenzapfen. Hier liegt. Doch, da ist die Münze. Hier liegt aber kein Tannenzapfen drin. Tannenzapfen, wo bist du? Hängst du hier oben mit rum? Nein. Bist du hier? Hier hätte ich doch eben schon geguckt, oder? Ja, es ist aber nicht. Hier sehe ich jetzt erstmal auch keinen Tannenzapfen. Es sei denn, er ist da irgendwo drunter. Nein. Olivenäpfel. Und ein alter Stiefel. Ja, da ist der Tannenzapfen. Gut. Sehr schön. Handrad. Dann können wir jetzt die Erdbeeren bearbeiten. Matsch, 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 matsch. Da. Och, Mann. Die armen Erdbeeren. Genau, so. Okay, was brauchen wir noch? Die Sachen haben wir alle beiseite. Das Ei brauchen wir noch. Irgendwie müsste ich den Hahn noch ablenken. Komm hier, Messer. Nein, Hammer auch nicht. Du. Nein. Wie sitzt das arme, das olle Vieh hier rum? Kusch. Okay, mit dem Messer kommen wir hier an das Getreide ran. Hat der Hahn Hunger? Getreide, sehr gut. Und der Sack ist leider kaputt. So, was ist da? Ja. Okay, na klar, wieso nicht? Guck mal, da ist auch noch ein Trichter dahinter. Und ich klaue mal eins der Eier. Die anderen sind jetzt nicht so wichtig. So, da dran. Jawohl. Es werde ein Ei. Zutaten. Hervorragend. Alkohol müssen wir allerdings auch noch finden.
So, wo hat er gesagt? Moment, hier komme ich mit dem Messer hier ran. Das geht. Ich brauche etwas, um den Schnaps einschenken können, ohne ihn zu verschütten. Perfekt. Perfetto. Das war aber eine Menge, die hier reingepasst hat. Boah. Flasche mit Schwarzgebrannten. Okay. Na gut. Also, ihr kommt hier ran. Wir brauchen außerdem den Lappen. Hier wird ein eher anderer Gegenstand benötigt. Okay, es geht erstmal um die Zubereitung, ne? Zuppel, zuppel, zuppel. Nicht falsche Reihenfolge. Okay, wie hättest du es dann gern? Erste Ei, dann Erdbeeren, dann das kleingeschnittene Ei. Es wird doch sowieso alles zusammengemischt. Also, ist das wirklich so wichtig? Die Körner und die, na, falsche Reihenfolge. Was? Ich bin sicher, da stand 5, ach so, 4. Erstmal den Ahornsirup, richtig. Okay. Ja, ist ja gut. So, jetzt hier. Und die getrocknete Tomate. Genau. Kessel. Super. Das können wir auf dem Herd kochen. Nichts. So, genau. Kochen. Okay. Ich muss das Tuch in die Lösung drücken. Ich würde das Tuch gerne erstmal desinfizieren. Das braucht nicht. Okay, Matsch. Und jetzt noch den Alkohol da drauf. Passt rein. Alkohol direkt auf eine offene Wunde zu pressen, ist sowieso eine super Idee. Mira, what happened? Who hurt you? Witches. Today they found our camp. They took so many werewolves. I managed to escape. Hailmor, my love, protected us and the kids to buy me time. I hope he's all right. Why were they hunting you? Where did they take the others? Oh, Osbert, I don't know why. We have violent power and unique talents. Witches need our energy. That's all I can say. What about the children? What happened to them? I have protected the children. I have hidden them in a shelter in the camp. But they can't stay there for long. It is as dangerous for them to stay there as it is with us. Please, help me to save the children. Of course, I will help. When I return, we'll discuss the rest. Perhaps the kids could stay with me for a while. But for now, rest and get strong. I'm going to look for the children now. You will need this medallion. It will open the door to the camp at the end of the Chantwood. Thank you, and good luck. Ja, erhol dich. Alles gut, wir kümmern uns schon drum. Sieh zu, dass du wieder gesund wirst. Das ist, ja, genau. Okay, na denn. Wir gehen erstmal raus. Und jetzt können wir reiten, ne? Reiten. Jetzt? Tatsächlich. Fertig! Ein paar Stunden später am Ende von Chant, am Fuße des Chantwoods. Oh. Oh, wow. Ziemlich cool. Wow. Das ist ja wild. There is a system of tunnels behind the door in the tree. One of the tunnels leads to the werewolf camp. Okay, dann sollten wir danach suchen. Das nehme ich mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und wo ist sie? Ist das? Oh, Morphing-Objekt gefunden. Das war aber klein. Na gut. So, was haben wir denn hier? Da ist nochmal mehr Holz, Baumstämme. Ein Frosch, einen Frosch zu fangen, ist nicht einfach. Ja. So, die eigentliche Tür. Jedes Tier braucht ein passendes Leckerli. Okay, gut. Na, da wollen wir mal sehen. Okay, Hier ist auch noch was. Da ist eine Muschel. Auf dem Boden glitzert etwas. Ja, dann nichts wie ran. Okay. Traut sich nicht ins Wasser. Hier. Lange und elastische Lianen können sich als nützlich erweisen. Allerdings. Sehr gut. Okay, Reben. Richtig. Violettes Moos ist so weich und angenehm. Okay. Wir nehmen es nicht mit. Na gut. Na schön, wir scheinen es nicht mitzunehmen. Okay. Sollten wir nicht erstmal ausspionieren, ob wir vielleicht noch Hexen sind? Okay. Scheint niemand mehr da zu sein, ne? Gut, ich nehme das Boot mit und den Fußabdruck. Schuh.
Sorry, den Schuh. Gut, also noch mehr Baumstämme. Noch mehr Baumstämme. Und was ist hier? Wie Erdnüsse. Ach, warte mal, Erdnüsse. Ach, ehrlich gesagt hatte ich bis jetzt keine Ahnung, wie Erdnüsse aussehen. Erdnüsse werden wohl von Eichen. Ja, gut. Also wie die oben drauf aussehen. Also Erdnüsse kenne ich natürlich schon, aber obendrauf halt eben nicht. So, wir haben 6 Baumstämme und ich nehme an, damit sollen wir hier die Brücke reparieren. Jo, reicht das schon? Nee, ich muss es erst befestigen. Sehr gut. Okay, na denn. Da oben ist ein Netz. Gut, hier kann ich irgendetwas malen. Was macht ein Fächer hier? Puh, keine Ahnung. Ja, hier kann ich irgendwas malen. Naja, noch nicht. Oh, da geht es nur wieder dort hinein. Okay, was haben wir hier? Da braucht es 2 Federn. Hier sollte es Federfiguren geben. Ja, schauen wir mal schon. Ist denn da sonst noch was? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann lass uns mal gucken, was hier unten... Hier wird ein anderer Gegenstand benötigt. Warum? Soll ich damit dann einen Frosch fangen? Ah. Ein Froggy. Jawohl. Und der Froggy ist für den Storch. Aber wird er nicht... Ach nee, er hat den eingesackt. Okay, alles klar. Medaillon und Messer. Ich hoffe doch, dass hier Honig hineinkommt, ne? Ja, gut. Ich wollte gerade sagen. Gut. Also, naja, jetzt sind wir aber irgendwie nicht richtig viel weiter, ne? Zurück komme ich nicht mehr. Da ist... Nee, da ist gar nichts. Da komme ich nur wieder daran. Was möchtest du machen? Gar nichts. Am Boden glitzert etwas. Natürlich. Tja. Keine Ahnung. Ist denn hier irgendwas? Dieser Wermut hat einen stechenden, bitteren Geruch. Moment, wofür brauche ich Wermut? Wermut für... Keine Ahnung. Hier, da ist Honig. Ich brauche etwas, das die Bienen vertreibt. Ah, darum geht es. Okay, aber ich habe irgendwie kein Gefäß. Braucht es auch nicht. Honig warm. Wir schneiden es einfach ab. So, ja. Einfach mal eben. Now I can go in search of the children. So ist es, genau. Das machen wir auch gleich. Gib mir eine kleine Biopause und dann bin ich sofort am Ende wieder für euch da. Macht's gut!